Und darum geht's in unserer allerersten Challenge. Mädels, ihr sucht euch die 5 Männer aus, deren Zunge ihr näher kennenlernen wollt. Und die Jungs, ihr bekommt die Augen verbunden und wisst nicht, mit wem ihr knutscht. Ihr sollt einfach nur bewerten, wie gut ihr geküsst werdet. Das ist der erste Tag. Oh Gott, ich bin total aufgeregt gerade. Das ist ja nicht so meine Lieblings-Challenge. Ja. Ja, natürlich habe ich Bock auf die erste Challenge. Ich denke mal, wird sehr, sehr viel Spaß machen. Die beiden Mädels mit der höchsten Punktzahl gehen auf ein Date mit dem Mann ihrer Wahl. Ich weiß, euch läuft schon das Wasser im Mund zusammen, aber eine Sache ist noch ganz wichtig. Nur wer ein Date gewinnt, kann von den anderen in die Matchbox gewählt werden. Und nur in der Matchbox erfahrt ihr, ob ihr ein perfekt Match seid oder eben nicht. Also ich werde auf jeden Fall schon ein bisschen rangehen, weil ich auf jeden Fall aufs Date will. So, dann mal ran an die Augen binden und viel Spaß. Der Mann kriegt auf jeden Fall einen Schmatzer von mir. So, legen wir los. Ab jetzt gilt nur noch just kiss, don't talk. Ich denke, dass viele Mädels mich küssen werden, weil ich sehr sympathisch in der Villa rüberkomme und die eine oder andere ja auch testen will, ob es passt oder nicht. Wir fangen an mit dir. Tim und Marius sind so meine Favoriten zurzeit. Da will ich auf jeden Fall schon Gas geben. Ich will ja Punkte abräumen, will auf das Date gehen. Also schon der Plan, hier auch Punkte zu bekommen. 5 Männer zur freien Auswahl. Ja, gut, los hier schon. Ich würde schon gerne weiter knutschen. So wollen wir das sehen bei Are You The One. Die erste Challenge ist gleich mal mit Vollgas jetzt hier losgegangen. Ja, da hat jemand noch nicht gefrühstückt. Ah. Da geht eine gut ran, finde ich super. So, jetzt wollen wir natürlich wissen, wie gut war denn der Kuss? Leon. Ja, war auf jeden Fall ein guter Anfang. Ich würde eine stabile 7 geben. Tim. Ja, komm, sind wir gut, machen wir eine 8 draus. William. Guter Start und reihe mich auch bei einer 7 ein. Marius. Ich gebe eine solide 6. Antonino. Ich gebe eine gute 6. War doch schon mal ein guter Start. Ja, gleich sowas. Also, geht schon sehr ab. Du bist die Nächste. Come on now, set it up on the left. Na, das wird nichts. Da will jemand nicht aufs Date. Langweilig. Die Challenge war jetzt nicht so ganz nach meinem Geschmack, um ehrlich zu sein. War eine ausbaufähige 1. War eine süße 1. Eine 2. Eine 5. Eine 5. Eine süße 1. Damit wird sehr schwer, auf ein Date zu kommen. Ja, ah, guck mal. Ja, das sieht doch schon besser aus. Sehr gut. War auf jeden Fall ein sehr guter Kuss. Ich würde eine 9 geben. Würde eine 8 geben. Fand ich auch eine gute Performance. Auch eine 8. Eine 8. Eine 7. Da hat jemand gut vorgelegt. So. Also ich werde auf jeden Fall rangehen, Gas geben und hoffe, ich kann gut küssen. Der Mike ist beliebt hier. Wir wollen gar nicht mehr aufhören hier. Ein guter Kuss ist für mich, wenn der sehr intensiv ist mit der Zunge. Ah? Schau dir nicht aufessen. Ja, war auch ein sehr, sehr guter Kuss. Würde ich auch eine 9 geben. Ich würde wieder eine 8 geben. Eine 7. Jordi? Das war ein Skorpionkuss, eine 10. 10? Oh, deswegen hast du dich auch fast aufgegessen. Und Marius? Würde ich auf jeden Fall eine solide 8 geben. Mädels, ihr habt das selbst in der Hand, ne? Wenn ihr Gas gebt, geht auf ein Date. Nächste bitte. You can kiss my. Das war eine irre Performance. Wieder nur eine 1. Eine 2. Eine 1. Eine eher schlechtere 1. Eine 3. Hey. Mensch, das schmatzt ja bis nach Thessaloniki hier. Da will jetzt jemand wissen. I wanna be alive. Sah nach einer guten Runde aus? War ein bisschen hektisch, aber war trotzdem ganz nice. Ich würde eine 6 geben. Ein bisschen feucht. Feucht ist gut. Ich bleib mal bei meiner 8. Ja, vielleicht ein bisschen weniger Zunge, ansonsten würde ich sagen eine 5. Eine 7. 8. Auf jeden Fall muss ein Kuss sehr intensiv sein. Die Zunge kann auch mal im Spiel sein. So sieht das aus, wenn man auf ein Date will. Jawollo. Ich finde, die Männer dürfen sich nicht beschweren heute. Leon, schon wieder, Spitzenreiter hier auch. Keine Ahnung, vielleicht meine Ausstrahlung. Ich bin sympathisch, würde ich sagen. War ein bisschen kurz, aber hat mir trotzdem gefallen. 8 Punkte. Es war eine schöne 7. Eine 6. Eine gute 7. Ich gebe eine 8.
Also küsse ich ja meine Oma. 2 Punkte. 2. Ich glaube eine 1. Fand ich süß, ja. Dann gebe ich eine 3 sogar. Das ist eine 3. Auch endlich mal geküsst worden, ne? Ja. Yes, es. Mit der Zeit. Zur Feier des Tages. So, die vorletzte bitte. Ich könnte mir vorstellen, den Max zu küssen. Aber ich möchte halt, dass der Kuss was Besonderes ist. Und ich möchte nicht, dass der erste Kuss bei einer Challenge passiert. Hm. Ich habe den Max auf den Mund geküsst. Das war eine riesen Herausforderung. Dass ein paar Mädels jetzt so gar nichts gemacht haben, ist auf einer Seite langweilig. I'm sorry, aber leider wieder nur 1 Punkt. Ja, so ein Gute-Nacht-Kuss. Auch eine 1. Ehrenfrau. Kriegt eine 5. Sehr angenehmer Kuss, eine 3. Also ich würde jetzt nicht mit jeder Frau rumknutschen. Ich sag auch 3. Auch eine 3. Die letzte bitte. Sinnlich hier. Ja. Ich glaube schon, dass er mich erkannt hat. Ich bin halt die Frau hier, die am kleinsten ist. Und man merkt ja schon, ob man eher so geradeaus guckt oder halt so ein bisschen nach unten, wenn man einen küsst. Okay. War eine leckere 6. Hat sich gut angefühlt. 8 Punkte. Ich gebe eine 7. Ich bin bei einer 8. William. Ein sehr süßer Kuss. So ein bisschen zurückhaltend. Das gefällt mir. Deswegen eine 9. Eine 9? Bei ihm bin ich auch extra ein bisschen länger stehen geblieben. Unsere Gewinnerinnen. Auf dem ersten Platz ist Jessica. Komm bitte einmal zu meiner Seite. 20 Singles suchen ihr Perfect Match. Und ihr sicherlich neue Videos. Die gibt's hier. Und die ganze Staffel gibt's dort.